Krisen sind ja aber trotzdem immer auch Chancen. Ja, aber auch schmerzhaft. Nein, ich meine, was wir zum Beispiel gerade in der Erzählung, die nicht so gut passt, also gerade wenn man sozusagen, wenn ich mir das vorstelle, man ist jung und nimmt alles ernst, dann scheint die Welt wie eine Art lösbares, durch Selbstoptimierung lösbares Problem. Also mach alles richtig, ja, nimm ab, sei fit, sei erfolgreich, dann tut es nicht weh. Das stimmt nicht. Es tut immer weh. Wir haben überhaupt keine Geschichte, die noch erzählt, dass es immer weh tut, dass wir alle sterben müssen, dass wir mit Verlust leben müssen, dass es schwer ist, ein Mensch zu sein. Mhm. Und sozusagen diesen Trost, den wir auch deshalb brauchen, das sind so neue Wege auch für die Kunst, für den Umgang mit Diskursen. Die Psychose ist auch als medizinische Erfahrung ein Übergangszustand. Das heißt, gerade leben wir in einer Zeit, in der die alten Gewissheiten nicht mehr gelten und die neuen noch nicht gefunden sind. Und das lädt wirklich jeden ein, mitzudenken. Und das ist echt, schmerzhaft. Nein, es ist sozusagen, wir müssen zu dem Schmerzhaften zurück. Das ist total unangenehm. Das ist wie, wenn du gerade rausgeschmissen wirst in deinem Job und du hast keinen neuen. Ja? Und das tut weh. Oder wenn du aus der Uni kommst oder so. Ich habe gerade so viel mit Anfang 20-Jährigen geredet. Ja, die Verwirrung, der Schmerz, diese vielen Sachen auf einmal. Und überhaupt mal anzuerkennen, dass das jetzt eine schwierige Phase ist. Ohne Kitsch. Das ist mal ein Moment, aber es ist auch wie, da entstehen neue Möglichkeiten. Also jede Geburt ist auch schmerzhaft. Wir sind in einer Zeit, in der das Neue geboren wird. Es tut weh, aber wir müssen uns ihm verpflichten und der Weg ins Alte oder ich versuche es jetzt irgendwie auszugrenzen, indem ich sage, die ganzen Menschen gehören nicht dazu und ich lebe irgendwie in meiner traditionellen Welt. Das ist natürlich nicht tragbar, aber das braucht auch jeden Einzelnen von uns, der sagt, hey, wenn wir mitmachen an diesem Mündigwerden unserer Spezies, fangen wir damit an zu sagen, wir gehören alle dazu, wir sind alle Familie. Das sind schon mal so Wege, die in die Zukunft führen. Wir kommen überhaupt nicht weiter, indem wir sagen, du, also wir und die da nicht. Aber ja, ich denke, Stichwort Comfortzone ist da wahrscheinlich auch ganz wichtig. Ja. Weil nicht jeder ist gleich bereit, in eine bestimmte Schmerzzone zu wagen. Ja, aber und besonders aus einer Comfortzone rauszugehen, wäre schon mal ein Step further. Auf jeden Fall. Natürlich, aber der Witz ist sozusagen, na, das schmeißt uns gerade alle raus. Ja, früher wolltest du raus aus der Matrix, jetzt kollabiert die Matrix. Das ist so ein bisschen der Moment. Und immer noch gibt es Privilegien, immer noch gibt es Ungleichgewichte, immer noch gibt es Leute, die gefahrlos und schmerzlos durch die Gegenwart gleiten. Mhm. Aber die Einschläge kommen näher. Und ich glaube, dass es wirklich ein Moment ist, wo das Leben selbst uns aufruft, uns sozusagen bewusst zu fragen, wie wollen wir leben? Und das, ich meine, die 90er waren so langweilig. Ja? Jetzt vergiss mal diesen Marketing-Kitsch. Ja? Wir saßen alle da und hatten das Gefühl, das Ende der Geschichte. Es ist alles tot. Ja? Ich kann nur so weiterwurscheln und bestenfalls ein bisschen sexuelle Abenteuer oder so, ein bisschen Selbstverwirklichung. Das war noch vor den Influencern. Und jetzt steht alles zur Frage. Und wir müssen miteinander reden. Und die Welt öffnet sich und wir begreifen, hey, wir sind echt nicht die Throne of Creation, sondern wir sind einfach eine Spezies unter Spezies, die in der Natur leben muss. Wir sind alle eingeladen, an diesem Gespräch mitzumachen. Das ist die Chance der Krise und das füllt mich mit Hoffnung. Jeder Tag ist neu, die jungen Menschen gehen auf die Straßen. Hey, weißt du wirklich, mach mit. Ja. Ariadne von Schirach ist morgen.